Wenn du in kürzester Zeit viel Geld verdienen kannst, kannst du dich viel besser aufs Lernen konzentrieren. Von daher kommen jetzt die 7 bestbezahlten Studierendenjobs in Deutschland. Willst du 2000 Euro in der Woche verdienen, dann solltest du zum Messebau gehen. 20 Euro die Stunde, 14 Stunden am Tag, das ziehst du eine Woche lang durch. Danach bist du zwar fix und fertig, aber du hast genug Geld für die nächsten 2 Monate, um dich voll auf dein Studium konzentrieren zu können. Willst du über 50 Euro die Stunde verdienen und innerhalb von 16 Tagen über 10.000 Euro, dann solltest du auf Volksfeste gehen wie die Cannstätter Vasen oder die Wiesen in München. Dort musst du zwar 16 Tage am Stück arbeiten und dann jeweils für 12 Stunden, aber diese 16 Tage bringen dir 10.000 Euro, um dann danach das ganze Jahr sorgenfrei studieren zu können. Der dritte Tipp ist Modeln. Das hört sich komisch an. Es ist aber großartig, wenn du für Firmen modelst, die Fotos brauchen für die Websites oder für Produktkataloge. Das ist nicht professionelles Modeln, wo auch ganz viel Geschiebe hinter ist, sondern das sind so kleine Aufträge und da kriegt man am Tag ab 500 Euro. Wenn du natürlich einen guten Job hast, brauchst du natürlich die richtigen Lernstrategien und du kannst die besten Study-Hacks der Welt natürlich bei uns wieder kostenlos gewinnen, wenn du abonnierst, die Glocke anmachst und natürlich kommentierst. Und ich drücke dir die Daumen, dass du das gewinnst. Um in einer Woche 1500 Euro zu verdienen, solltest du Straßenwerber werden und für gemeinnützige Organisationen Spendenmitgliedschaften erwerben. Dort brauchst du in der Regel am Tag nur 4 Leute anzuquatschen. Wenn du bei jedem Einzelnen 40 Euro Provision bekommst, dann schaffst du es wirklich, innerhalb von einer Woche auf 1500 Euro zu kommen. Und das ist nicht viel und du tust was Gutes dabei. Bei all diesen Jobs, die du gerade gehört hast, brauchst du definitiv aber auch Überzeugungskraft. Und deshalb möchte ich dir dieses Buch von Jack Nasher empfehlen und das heißt Überzeugt. Und da stehen all die Tipps drin, wie du es schaffst, sozusagen Menschen von dir zu begeistern. Und das ist wirklich wichtig. Und der zweite Punkt ist, wo findest du denn jetzt diese ganzen Jobs? Und da gibt es eine Website, die heißt campusjäger.de und dort findest du nicht nur die besten Studierendenjobs, sondern auch noch richtig geniale Praktika und richtige Jobs. Von daher schau einfach mal bei Campusjäger vorbei und lass dich informieren. Punkt 5 ist, Affiliate zu werden. Und das heißt, du empfiehlst sozusagen ein Produkt weiter oder sorgst dafür, dass es verkauft wird. Dafür bekommst du einen gewissen prozentualen Anteil am Verkaufspreis. Für die Endperson ändert sich der Preis nicht. Du bekommst nur ein Stück vom Kuchen ab. Und der Erfolgreichste, der das macht, ist einer, der heißt David und der arbeitet für Dirk Kräuter. Und der macht 22.000 Euro Umsatz im Monat, weil er sozusagen die Produkte von Dirk Kräuter weiterempfiehlt. Und auch hier bei Motiviert Studiert wollen wir die Möglichkeit für dich eröffnen, damit du an so Affiliate werden kannst. Und ab 2019, und zwar im Januar, ist es möglich, bei uns Affiliate zu werden. Und wie das alles funktioniert, kannst du unten in der Beschreibung oder, wenn der Link jetzt hier oben schon steht, dort oben lesen. Sechstens, du kannst mit Instagram Geld verdienen. Wie geht das? Du brauchst wahrscheinlich erstmal mehr als 30.000 bis 40.000 Follower. Und das kannst du tatsächlich relativ einfach aufbauen, wenn du immer wieder so Shoutouts machst mit Leuten, die genauso groß sind wie du und Tools nutzt, damit du andere Leute auf dich aufmerksam machst. Und wenn du sowieso schon da Spaß dran hast, dann kannst du mit einer Partnerschaft selbst bei so kleinen Beträgen, also wo du nur 40.000 Follower hast, bis zu 1.000 Euro abräumen. Und dafür einfach nur, dass du ein Foto machst. Etwas, was viele Leute unterschätzen, ist Nachhilfe geben. Und da ist es großartig, wenn du dann Kommilitonen hast oder untere Semester. Die kannst du einfach ansprechen. Und das Beste ist immer, wenn du eine Gruppe hast und du nimmst 10 Euro pro Stunde. Und wenn du dann aber 6 Leute hast, dann kannst du 60 Euro pro Stunde verdienen. Du musst nur es gut erklären können.